Lucia, Sternzeit 5076 Sekunden nach dem ersten Kaffee. Hier sind wir, eine neue Episode vom Raumschiff Entenscheiß. Mit seiner Besatzung ist das Raumschiff seit 5 Jahren da, wo nie ein Mann zuvor gewesen ist oder ein Mensch. Nein, Chef, wir gehen nicht in deinen After. Ey, Spocky, das meinte ich doch gar nicht. Ich meinte doch hier in Appalachia. Wo sonst denn wohl? Unten hört ihr schon unseren Koch. Nämlich Silvester wird abgegrillt, Neujahr wieder angegrillt. Und er macht uns heute natürlich, damit wir uns ganz gesund ernähren können, Rohkost. Er macht uns Bavork. Das ist das klingonische Variante von Mettbrötchen mit Doppelzwiebeln. Mett ist ganz klar Rohkost. Das war kein Fleisch. Hallo! Uhura! Du siehst echt süß aus! Ich liebe dich! Halt die Schnauze, du blöder Captain! Immer machst du nur Kacke hier! Und ich muss das dann wieder ausbaden! Nur weil ich hier der einzige weibliche Flugbegleiter von dir bin! Ja! Und jetzt fliege ich! Und warum fliege ich durchs Weltall? Ich hab den Antrieb durch das Kongong, dem Mettbrötchen mit Dreifachzwiebeln. Da habe ich so viel Schub, sogar biologischen Schub. Ja, da kann ich von Appalachia bis zum Centotaurus 5759 und zurück innerhalb von einer Sekunde. Und hier in unserer Bodenstation in Appalachia haben wir auch schon ein paar Aliens. Wir leben da hier in einem kleinen Raumschiff. Ich weiß nicht, warum die da Löcher drin gebohrt haben. Da ist doch gar nicht sicher, wenn die dann durch den TÜV müssen mal. Oh, das war jetzt genug. Hier ist ein Typ wieder. Einer von meinen Besatzungsmitgliedern. Der hat aber ein komisches Gesicht. Ja, natürlich mein Kampfverbündeter. Na, wie geht's dir? Willst du nicht mit mir fliegen? Brauchst du was, Erdling? Ich bin... Ich brauch die zerrissene Feldjacke! Ja, ich glaube, die kriege ich nicht von dem hier. UFO Crash Site? Hier ist nichts gecrashed. Ja, und dieser Typ, der hat wohl... Oh, ja! Du tust mir leid, du hast echt was auf die Fresse gekriegt. Oder besser gesagt, in die Fresse. Tut da nicht weh? Oh! Und da hinten, da ist das Raumschiff Entenscheiß 2. Ich begrüße meine Besatzung und betrete es nun. Mein Raumschiff. Natürlich gehe ich wieder schlafen. Weil anderes bin ich nicht gut hier. Hier sehen wir gerade, wie Dr. Pillepalle einen Alien wieder gesund pflegt. Obwohl, Dr. Pillepalle sieht hier echt komisch aus. Du siehst doch sonst anders aus, Pille, oder? Halt die Schnauze! Sonst sag ich dir gleich hier, der ist tot. Das ist das, was ich immer sagen muss, wenn irgendwie einer von unseren Begleitern irgendwo auf dem Planeten muss. Du tötest ihn dann gleich und heißt es, Tim, er ist tot. Jo, was haben wir hier noch? Ah ja, da! Spocky! Mein ersten Offizier. Moin, Spocky! Du hast wieder spitze Ohren? Und sogar ein drittes Auge hast du bekommen, Spocky. Lebe lang und möge die Macht mit dir sein. Ey, Spocky, das ist aber von was anderem. So, nun besuchen wir mal hier unten den Bereich. Hier ist unser Warp-Antrieb, der auch wohl beschäftigt wird. Und geflogen wird das Ding hier von, ich weiß es nicht, von Zulu oder Checkup 24. Ne, Checkoff. Checkoff, Checkoff. Ey.
So, kommst du überhaupt mit den Armen überhaupt dran an der, an die Lenkinstrumente da? Mein Kleiner? Der ist so mächtig weit weg davon. Hoffentlich schießt du uns nicht in ein schwarzes Loch. Nein, ich steuere uns nicht in dein Hinterteil. Haben wir eben schon gesagt, da gehen wir nicht hin. Auch wenn da noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Ganz ruhig mal, Leute, hier. Seid mal chillig. Ja, hier ist unsere Forschungsstation. Gibt's noch mehr von der Station? Ja, ja, hier, da, natürlich unsere ganzen vielen Typen da. Die, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die tun, was ich sage. Oder ich hoffe es zumindest. Zumindest schütteln die sonst immer den Kopf, wenn ich denen was sage. Hier haben wir ein paar Aliens schon mal in Einmachgläser eingefroren. Die können wir dann irgendwann aussetzen oder vielleicht auch mal reparieren. Oder wir warten auf die nächste Season, wo es dann die Obduktionsabteilung gibt. Und dann schnibbelt Pillepalle an euch, Dr. Pillepalle natürlich, an euch herum. Oh, Fischi! Kleine Fischis! Gibt es die zum Mittagessen? Oh! Was ist das denn? Mein Bademantel ist hochgerutscht! Ihr guckt mir jetzt alle auf den Arsch! Das hast du doch nur offen gemacht, damit wir das sehen. Und warum hast du vorne plötzlich so eine große Ausbeulung? Entschuldigung, es ist morgens. Da gibt's immer mein Kaffee-Latte zum Frühstück. Entschuldigung, soll nicht wieder vorkommen. So, hier ist genug. Jetzt muss ich wieder versuchen, nach oben zu kommen. Ich nehme den Lift, den Turbolift. Oh, der ist echt schnell. Schon wieder oben. Das ging aber schnell hier. Okay, das soll's gewesen sein von Raumschiff Entenscheiß mit Captain Cock, Kork, Spocky, Dr. Pillepalle, Uhura, Check 24 und Zulu. Bis zum nächsten Mal. Ihr mich auch.